Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder Zeit für eine Runde 7 Days to Die, The Survival Hot Crafting Game. Ja, die nächste Folge direkt hintereinander. Aber damit es ordentlich aussieht, mache ich immer zwischendrin kurzen Break. So, und deswegen gehen wir jetzt auf Continue Game und deswegen steht auch immer noch hier oben die Alpha 11. Und ich teste mein Server. Also mein Server, Quatsch, mein Spiel, wo ich spiele, ohne aufzunehmen. Ja, und dann machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen erstmal das Inventar ein wenig leeren und aufräumen. So, da haben wir hier noch ein Waffenteil. Sehr schön, da haben wir hier eine Bullet. Was ist das eigentlich? Ein Hunting Rifle Stick. Ah, da ist sogar eine Pistole. Sieh an. 9mm Bullet haben wir da. Na also, oh, Bogen haben wir ja auch. Bogen haben wir auch, das ist gut. So. Dann nehmen wir uns den auf jeden Fall mal mit. Machen uns da auch noch ein bisschen Gras und so ein Kram dazu. So, hier haben wir den Bone Shift. Den nehmen wir auch mal mit. Die Pistole lasse ich nochmal hier. Blunderboss habe ich noch. So, waffenmäßig war es das, glaube ich, was da rein soll, kann, soll, macht, hat, tut. Da haben wir noch ein paar Metal Stripes, ein paar Metal. Da haben wir noch Kohle. Da haben wir hier die Kohle noch rein. Und da vorne hat sich gerade wieder ein Haufen gebildet von einem Zombie. Blood Drug Kit. Gruppenressourcen. Health minus 25. Also was das Ding macht, weiß ich nicht. Guck mal, ich habe 8 mal Iron Ingot. Das kann man was bauen hier. So, hier haben wir Vorrat an Wasser und Nichtwasser. Sehr schön. Scrap Metal, wie viel habe ich eigentlich davon? 7 ist nicht viel, gell? 7 ist nicht viel. Hier haben wir Essen drin. Essen ist immer gut. So, da haben wir ein paar Eier. Da haben wir Maiskolben. Da haben wir Maismehl. Schön. Mais-Samen haben wir nicht. Nee. Aber hier sind noch Kartoffelsamen, die pflanzen wir an. Gleich. Hier ist noch so ein verrätseltes Brot. Das macht hier Wellness plus 1,6. Das ist natürlich super, ne? Sollte ich mir gleich mal zu essen einpfeifen. Ja, das steigert nämlich dann gleich da unten meinen schönen Balken. You are not hungry. Ich kann es gar nicht essen jetzt mehr, weil ich keinen Hunger habe. Gut. Dann essen wir den Rest ein andermal. Packen wir es wieder rein. Das riecht ja auch schon. Vielleicht schon schlecht oder was? So, da haben wir noch ein paar Federn. Da haben wir noch das. Da haben wir ein bisschen davon. Hier haben wir alles mögliche Gelumpe. Und hier kann man das Papier. Das Papier muss ich schon irgendwo haben, oder? So, hier ist Papier. Und Buch. Und hier, was hier drin? Nix. Dann machen wir hier ein bisschen Holz mit rein. Ja? Also wir gucken jetzt erstmal nach dem Crafting, gucken jetzt erstmal nach unseren Bogen, Arrow. 1, 2, 3, zack. So. Craften wir uns erst noch mal ein paar Stücke. Craften wir das mal und dann bauen wir uns da noch
die Stöcke, die Fäden, wo sind sie hier? Und die Steine hier. Und dann craften wir uns noch einmal. Und da haben wir jetzt 178 Pfeile. Damit kann man doch schon mal ein bisschen schießen. So, hier sind die Steine, hier sind die Stöcke. Oh, guck mal hier, ein Spike. Kann ich machen. Oh, der braucht hier die Iron Ingot. Aber der ist, glaube ich, gut. Aber ja, dann brauche ich mir lieber eine Fernkampfwaffe. Ich habe jetzt mal einen Bogen. Was brauche ich denn eigentlich für... Das ist der Barbed Cube. Das ist die Armbrust. Da brauche ich Lederstreifen dafür. Okay. Und was brauche ich für den Crossbow Bolt? Brauche ich dasselbe im Prinzip für den Bogen. Was haben wir noch? Crossbow Bolt, das kann man auch da draus machen. Dann haben wir noch hier eine Pipe Bomb. Dann haben wir hier noch eine Sword of Shotgun. Noch eine normale Shotgun und die Shotgun Munition. Okay, gut. Also, hier haben wir ein Holzknüppelchen. Jetzt gehen wir erstmal hier dran. So, jetzt haben wir hier unseren Mold, haben wir da drin. Dann setzen wir hier die 75 da davon rein. Dann tun wir hier das mal halbieren. Können wir nochmal halbieren. Können wir immer noch halbieren. Jetzt kann der noch ein bisschen Eisen machen. Okay. Gut. Und dann haben wir jetzt hier 8x Iron Ingots. Dann gucken wir mal, was man so alles für schöne Werkzeuge machen können. Eine Steinschaufel, die haben wir ja schon. Eine Fire Axe, die habe ich ja auch. Die muss ich mir ja nur reparieren. Aber ich kann mir zumindest mal das Rezept freischalten. Kann ich anscheinend erst, wenn ich das auch wirklich herstelle. Na dann halt nicht. Eine Iron Garden Hoe. Das brauche ich. Eine Pickaxe habe ich. Eine Schaufel. Auch irgendwann nicht schlecht. Eine Stone Axe. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Wieso ich dieses Rezept noch nicht kann. Da bin ich jetzt wirklich verwirrt. Jetzt kann ich's. So, und da sind ein paar Woodspikes. Okay. Landmine, ein Auge. Da ist der Motor, das Ding und das Ding. Okay. Stacheldraht. Stacheldraht, ein Eimer. Vorschlaghammer. Eine Mine. Ein Repair Tool. Landmine TNT. Okay. Ja. Forged Iron. Das kann man schon mal. Guck mal hier, ein Pump Shotgun Stock. Den können wir schon machen hier. Ich habe da auch schon eben irgendwo wieder Zombies gehört, ey. Aber was ich mir auf jeden Fall mache, ist jetzt so eine Garden Hoe. Wo ist er? Hier, eine Iron Garden Hoe. Und dann machen wir uns hier mal ein paar Metal Stripes draus. Und dann kann ich jetzt nämlich hier erstmal meine Spitzhacke reparieren. Oder meine Axt. Die macht 0,9 Schaden und Block 1,38. Mal gucken, was er macht, wenn sie repariert ist. Die sogar voll. 6,79 und 10,42. Wow. Die macht 2,56
plus 4,01. 4, noch was plus 10, noch was. ...6,4 und die macht was für einen Schaden, 6,79, okay. Aber die sind noch nicht ganz voll. Und wie sieht's aus? 6,91, jawohl, was ein Schaden, oder? Krass, ey, Alter. So. Dann gucken wir mal, wo hier die Zombies da sind. Ich höre sie schon. Zack. Schon mal laden. Ich kann sie hören und nicht sehen. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Ja, so ein Zombie, der ist nicht schön. Das sind mal Federn drin, ey. Ich höre sie doch. Also. So, dann benutzen wir den mal. Treffen wir den Kopf oder treffen wir nicht? Dann wird der Kopf getroffen, aber zumindest getroffen. Ja, der war vorbei. Er hat getroffen. In die Schulter hat er. In der Schulter. Wieso kommt ein verbrannter Zombie hier hin? Das ist so eine Sache, wo ich sage, hör mal, Alter, was willst du hier? Der muss ein paar Mal, habe ich schon der dritte, der vierte. Beim fünften hat er sich dazu entschlossen, mal hinzulegen. Woodenbow. So, hier ist meine Pickaxe. La 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 la. Also wenn ich jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen, ein bisschen entdecken wollte, dann müsste ich aber ein bisschen was tun. Wir machen erstmal jetzt hier pass auf. Ich habe doch hier meine eben gerade gebastelte. So. Ich möchte jetzt nämlich hier mir meinen Garten anlegen. Das mache ich glaube ich mal hier am besten. Dazu machen wir mal hier ein bisschen Platz. Also, muss ja picken, nicht hacken. Gibt auch ein bisschen Gras, muss man einsammeln. Ja. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Er labert Scheiß, wir können es nicht verstehen. Mal hier ein bisschen Platz machen, damit ich hier dann gleich meinen Garten Eden anlegen kann. Hallo? Achso. Alter, der stellt sich an, du. Zwei Büschel Gras gehackt, da macht er. Ja, ich will dafür, hier wird ein Rasenmäher reingemacht. Psst. Ruhe. Nee, ist nichts. Okay. Ich wäre für einen Rasenmäher. Hallo? Hallo? Haust du den jetzt da? Geht doch. Hallo? Achso, das ist schon wieder kaputt. Das ist schon wieder. Hä?
Du stellst dich aber ran. Daraus kann man nachher hier den Tee machen. Die Dinge, die kann ich überall anpflanzen. So, da haben wir auch schon mal ein kleines Stück hier. Und dann noch Mais anpflanzen. Hage kaputt, da bauen wir uns eine neue Stone Axt. Oh, guck mal, die ist sogar orange. Was hatten die drauf? Naja, gut, ich sag mal, meine Pickaxe ist na klar besser und meine Axt. Das Schöne ist ja, dass ich das ja alles auf Video habe. Und dass ihr dann alle, wenn ihr euch die Videos anguckt, seht, dass da nichts gecheatet ist. Klar, ich spiele sie im... Hallo! Ich spiele es im relativen Weichei-Modus, aber gecheatet ist nichts. Ich habe mir alles erarbeitet. Bin ja mehrfach hopsen gegangen. Habe alles gefunden und gebaut. So, und jetzt nehmen wir hier unsere Gartenaxt. Unsere Gardening Hoe oder Iron Garden Hoe, wie es jetzt heißt. Und hacken jetzt hier rüber. Sieht das jetzt da so komisch aus? Ist irgendwie schön ist anders, ne? Aber egal. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Doch so ein Garten ist wirklich schön. Da machen wir dann auch noch einen Zaun drum. Dann können wir jetzt gleich den Mais anpflanzen und die Kartoffel. So. Nee, ich muss das irgendwie so. Von hinten, sonst wird das nicht. So. Jetzt, so sieht es doch aus, gell? So muss es aussehen. So sieht es doch halbwegs gerade aus hier. Mein eigenes kleines Beet. Ich spiele einen Landwirtschaftssimulator mit Zombies. Das wäre auch mal ein Patch für den Landwirtschaftssimulator. Macht ein paar Zombies mit rein. Die Felder verwüsten. Yeah. Die musst du dann mit Misthaufen beschmeißen. So, brav von hinten. Wer jetzt was Böses denkt, ist selber schuld. Dann kann ich es auch nicht ändern. Aber es... Ja. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Und ich hack mich frei in meinem Garten. Ich höre da schon wieder einen Zombie.
Nee, ist meine Frau. Quatsch, nee, ich höre meine Frau und Zombie. Möchte irgendwie vielleicht unterwegs sein, ausgelassen oder sowas. Ne? Aber jetzt sieht es auch besser aus hier. Jetzt sieht es doch gut aus. Da kommt er. Der Zombie. Und da kommt ein Zollschluch. Er hat da vorne irgendwas fallen lassen. Leute, ihr wollt jetzt hier nicht auf meinem eben angelegten Garten krepieren und mir da so einen komischen Haufen hinterlassen. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. So, komm her. Nicht in meinem Schrebergarten. Da bin ich eigen. So. Da darfst du Hopse gehen, das ist mir wurscht. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir hier Kartoffelsamen. So, ich habe hier drin noch Mais. Dann hole ich mir schnell nochmal mein Gemüse von drin. Was wächst denn hier? Nehmen wir auch noch mit. So, machen wir schnell hier drin noch das Gemüse. Oh, mein Kleiner ist da. So, wo habe ich denn mein Gemüse? Da sind noch Blaubeeren, jawohl. Die pflanzen wir an, hier ist noch Mais, pflanzen wir an. Aber du, da ist schon voll hier, du. Ja, Lukas, so sieht's aus, gell? Damit ein bisschen Fett, das machen wir dann noch mit rein, dann packen wir die Kartoffeln noch rein. So, dann machen wir aus den Kartoffeln, machen wir Kartoffelsamen und aus dem Mais machen wir Maissamen und die Blaubeersamen, die sind ja schon soweit. So, und dann gehen wir das jetzt da draußen und pflanzen das an. Und dann setzen wir das da mal schön hin, sauber und ordentlich, dass wir dann da auch was wachsen lassen. Juhu! Also, eine Kartoffel, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln, vier Kartoffeln, fünf Kartoffeln, so ordentlich war ich noch nie in dem Spiel. Das ist in dem Spiel auch ein bisschen schwieriger wie bei Minecraft. Bei Minecraft hast du immer die Linien. Hier nicht. Sehr schön, ne? Haben wir schon mal die Kartoffel, dann setzen wir einmal, zweimal die Blaubeeren hin und hier den Mais. Und dann sind wir doch schon dick im Geschäft. Ha, passt. Mein eigener Garten. Lukas schon im Garten. Juhu. Das geht gar nicht kaputt. So, nehmen wir noch ein paar gelbe. Aber die gelbe, die können wir überall pflanzen. Ne? 16 Stück pflanzen wir mal wieder an. Und die setzen wir dann hier vorne überall verteilt hin. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, mal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jupp, hupp. Sitzt. So, jetzt nehmen wir uns hier erstmal die Bäume zur Brust. Diese kleinen, hässlichen. Ich weiß nicht, warum die so komisch aussehen. Verstehe ich nicht. Weiß nicht, was das für Bäume sind. Schwarztannen. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind sie entweder verpackt.
Richtig, Lukas. Entweder verpackt oder hässlich. Ja, der Meinung ist er auch. Ja, Lukas, ein paar Jahre dauert es noch, dann können wir das hier zusammenspielen, wenn es das dann überhaupt gibt. Und wenn es dann über den Alpha-Status hinaus ist. Ich weiß gar nicht, seit wann es 7 Days to Die jetzt gibt. Ich spiele das ja jetzt schon eine Zeit lang. Ich habe es irgendwo mal gelesen, aber wieder vergessen. Fakt ist aber, dass ich jetzt bestimmt ein paar Setlinge habe, jawohl. Fakt ist aber, die lassen sich Zeit, da mal aus dem Alpha-Status rauszukommen. Ja, Lukas, so ist das. Guck mal, wenn die so klein sind, sind die noch hübsch. Ich rede jetzt nicht vom... Ah, Scheiße, ja, weg, weg! Weg, lauf! Forrest, lauf! Scheiße, hätte ich beinahe gesagt. Oh Gott, guck dir das an. Oh shit. Aber wie viel? Ja, esst mich ruhig. Guten Appetit. Ich hoffe, ich habe was Schlechtes gegessen, dass ihr kotzen müsst. Meine Herren. Eine Hunde. Jede Menge. Und die wollen hier rein. Gut, dass du das nicht siehst. Ich sollte nicht mehr ganz Knusper im Kopf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich den durch die Tür hauen, wenn der schon seinen Kopf hier drin hat? Nee. Ist mir jetzt egal, dann sterbe ich halt nochmal. Hauptsache, die Hunde sind hier weg. Die machen hier alles kaputt. Ey, was? Was köte? Ich muss dann denken, dass ich da draußen noch meine Tasche habe. Ach, da kommen noch mehr. Irgendwo hier haben die mich doch vorhin niedergemetzelt, oder? Wo sind da die Tasche? Hier. Erstmal einsammeln. Ich glaube, das Skelett, aber ich... Ich will da nicht, ich will da so, ja. So ist gut. Ist schon wieder. Alter Vater, ey. Die haben so echt immer so viele Hunde. Oh Mann. Guck dir mal hier, was die abgehen. Wo war denn jetzt mein Rucksack? Hier. Ja, da muss ich mich jetzt langsam durchsterben. Bis ich die alle platt habe. Pui. Ja. Muss meine Tasche erst mal Rucksack, mein Rucksack, mein Rucksack, mein Rucksack, mein Rucksack. So, war nur noch eine. Zumindest haben die jetzt ein bisschen Leder. Jetzt komm du auch noch hier. Jetzt habe ich die Hunde überlebt, dann krieg ich dich auch noch kaputt. So. Ah, zumindest ein bisschen Leder und ein bisschen... Was habe ich da? Rotting Flesh ist das, glaube ich, ne? Oder? Ja. Verrottendes Fleisch. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, aber ist egal. Habe ich hier drin auch noch einen Hund niedergemetzelt? Ne, das bin ich. Guck doch mal, da habe ich ein Loch gemacht. Ja, sag mal, sah hier alle noch ganz knusprig am Kopf. Tit. Nehmen wir das. So. Müssen wir erstmal unten was hinsetzen. Tipp. Wo ist mein Hammer? Ja. Reparieren das Ganze. Das ist echt ein Ding. Das habe ich gerade schon wieder in den Schreck gekriegt, aber es ist ein Hase. Ist nur ein Hase. So.
Meine Herren, hier. Da geht's ja ab. Hunde. Jetzt liege ich tot in meinem eigenen Haus. Stinke vor mich hin, die Zombies denken gleich, es wäre eine Einladung. Ja, was denn hier? Alter, was haben die hier gefräst? Oh, warte mal, wir sind davon hier. Ja, was ist hier da? Wir setzen das immer da rein. Ja. Passt doch. Ist doch fest. Uiuiuiuiui. Da war ja mal wieder Action hier. Vor den Hunde. Muss gleich da drin erstmal den Kadaver los, wenn man eine Tasche liegt, wahrscheinlich wieder oben auf dem Dach. Guck mal hier, das war ich zweimal. Also hier liege ich einmal, zweimal, dreimal. Und das sind die Hunde. Na nett. Die Hunde haben sich selber ein Denkmal gesetzt. Oh, guck mal hier, ist noch nicht fertig. Jetzt fertig. Fertig. Muss ich daran arbeiten, dass ich das hier außenrum noch ein bisschen verstärke. Kann ich mein eigenes Ding kann ich nicht wegmachen. So sehe ich also aus. Ja, ich erkenne mich wieder. So, gehen wir mal aufs Dach. Gucken, da liegt bestimmt wieder meine Tasche hier oben. Ja klar. Da war sogar noch der Knüppel drin, siehst du? Brauchen wir ja. Ja, ich glaube, das soll heißen, Papi, mach mal aus, ich bin auch da. Gut. Also, dann war es wieder schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir einen Kommentar. Und die Rechtschreibung bitte nicht vergessen. Lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen, dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Also, bis denn und Aloha. Und für dich daneben, Luke, ich bin dein Vater. Ja, der lacht jetzt schon. Ja, alles klar. Bis denn. Falscher Knopf.